Worum handelt es sich bei der nordischen oder germanischen Mythologie? Wer die germanische oder nordische Mythologie begreifen möchte, der findet die groben Inhalte in der sogenannten Edda. Zur Edda zählen die Lieder-Edda mit ihren Götter- und Heldensagen in altnordischer Dichtung sowie die Prosa-Edda. Während die Lieder-Edda Strophen eines altnordischen Liedes gleicht, liest sich die Prosa-Edda wie eine Erzählung. Leider ist viel Wissen um die germanische Mythologie verloren gegangen. Zudem wurde bereits bestehendes Wissen verfälscht oder zu Propagandazwecken entfremdet. Da Island ein von Europa etwas entferntes Gebiet ist, haben dort viele Mythen der Edda überlebt und blieben für uns erhalten. So finden wir dort die sogenannte Lieder-Edda der nordischen Mythologie. Für euch die ersten drei Verse. Vers 1 bietet sozusagen die Einleitung und stimmt den Hörer auf den Epos ein. Allen Edlen gebiet ich Andacht, Hohen und Niedern von Heimdalls Geschlecht. Ich will, weil Vaters wirken könnten, die Ältesten sagen, der ich mich entsinne. Riesen acht ich die Urgeborenen, die mich vor Zeiten erzogen haben. Neun Welten kenn ich, neun Äste weiß ich, an dem starken Stamm im Staub der Erde. Einst war das Alter, da Ymir lebte, da war nicht Sand, nicht See, nicht Salzgewellen, nicht Erde fand ich noch überm Himmel. Gähnender Abgrund und Gras nirgend. In der Edda finden wir sagenumwobene Länder, den berühmten Weltenbaum und Namen von Gottheiten, die in unserem täglichen Sprachgebrauch überlebt haben. Wer einen Versuch wagt und sich in die Edda hineinliest, spürt die Kampfeslust, den Tatendrang und eine unbeschreibbare Motivation im Kampf der Götter. Odin. Der Obergott, der sozusagen über allen Göttern steht, ist Odin, der Allvater. Im Hochdeutschen wird er gerne als Wotan bezeichnet. Abwandlungen davon sind Wodan, Woden oder Weda. Obwohl die Germanen oder Nordmannen an die Existenz mehrerer Götter glaubten, war Odin der mächtigste von allen. Kein anderer Gott hatte so viel Macht und Wissen wie Odin. Man könnte sogar behaupten, dass die anderen Gottheiten nur kleine Teilaspekte von Odin verkörperten. Odin galt als alles durchdringender Schöpfer, daher leitet sich heute wahrscheinlich das Wort Odem, also Atem, ab. Odin war daher auch der Gott der Luft. Er wurde als gütige Vaterfigur angesehen. Dargestellt wurde er deshalb gerne mit einem Bart, der für Reife stand. Odin vereinte alle möglichen Eigenschaften, wie auch das Beleben von Toten und das Bändigen des Meeres. Odin wohnte den Mythen zufolge in Asgard. In Asgard lebt Odin in Valaskjalf. In Valaskjalf sitzen auch die 12 Asen, die höchsten Götter. Odins Thron heißt Hlidskjalf. Er schwebt über allem. In Asgard ist auch die Valhall zu finden. Dabei handelt es sich um eine Burg. Die Valkyren bringen die in der Schlacht gefallenen Krieger nach Valhall. Odins Familienverhältnisse. Odins Eltern waren die Riesen Börs und Bestler. Odin hatte zwei Brüder namens Vili und Ve. Diese haben mit ihm den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen. Außerdem erschuf Odin den ersten Menschen. Dieser hieß Ask. Geschaffen hatte diesen aus einer Esche. Die erste Frau dagegen schuf er aus einer Ulme. Odin hatte zwei Frauen. Freya war eine von Odins Frauen. Sie galt als leidenschaftlich und schön. Man könnte sie auch mit der Göttin Venus der Römer vergleichen. Freya und Odin hatten eine Tochter namens Hnoss. Odins andere Frau war Frigg. Frigg galt als Göttin der Ehe und Treue. Aus dieser Ehe gingen die Söhne Baldur, Höder und Bragi hervor. Außerdem hatte Odin aus der Liebschaft mit Hörd den Sohn Thor. Mit Grit, der Riesin, zeugte er seinen Sohn Vidar und mit Rind noch den Sohn Vali. Hel. Hel stellt das weibliche Pendant zu Odin dar. Sie hat zwei Seiten, eine hässliche dunkle und eine helle schöne. Sie steht für die Versinnbildlichung der Dualität. Während Odin für die männlichen Attribute und Aspekte steht, verkörpert Hel das Weibliche. Alle weiblichen Aspekte werden durch Hel dargestellt.
Hel wird der Erde und somit der Materie zugeordnet. Sie regiert über die Unterwelt. Die Menschen hatten damals keine Angst vor Hels Reich. Stattdessen wurde sie sogar wie eine Mutter verehrt. Sie ist Herrin der Länder Nilfheim und Helheim. Man spricht jedoch davon, dass Hel die Macht über 9 Reiche von Odin erhalten hat. Alle Verstorbenen, die nicht nach Valhalla durften, sollen laut nordischer Mythologie in die Unterwelt von Hel. Hels Eltern sind Loki und die Riesin Angriboda. Ihre Geschwister sind die Midgar-Schlange und der Fenriswolf. Bemerkenswert ist die Vorstellung, dass Hel mit Odin speziell zwischen den 12 Nächten, also den Rauhnächten, um den 21.12. und 6.1. durch die Lüfte reitet. Hel wurde gerne mit Isis gleichgestellt. Man könnte behaupten, dass Hels Beliebtheit auf die heilige Maria im Christentum überging. In alten Erzählungen erscheint Hel Kindern oder Sterbenden, um ihnen zu helfen. Thor. Thor oder Donner, der Sohn Odins, ist bis heute einer der bekanntesten Götter der germanischen Mythologie. Er wird gerne mit seinem Hammer dargestellt, der sein Ziel nie verfehlt und immer wieder zu Thor zurückkehrt. Thor galt als Gott des Regen, Donner und Blitzes und wurde sehr verehrt, von den Christen jedoch verpönt. Thor galt als Menschenbeschützer und bestraft stets das Schlechte in der Welt. Tyr. Tyr war ein Himmelsgott. Wahrscheinlich zählt er zu den ältesten Gottheiten in der germanischen Mythologie. Er sollte die Kraft der Sonne symbolisieren. Daher wurde er mit einem nach oben zeigenden Pfeil symbolisch dargestellt. Im Laufe der Zeit wurde er zu einem Sohn Odins degradiert. Die 12 Asen. Wichtig war die Vorstellung der 12 Asen, also obersten Gottheiten. Wir können heute auf eine Verehrung Odins als Sonne und den 12 Monaten, also den Lauf um die Sonne, davon ableiten. Die 12 Asen waren Odin, Thor, Baldur, Freyr, Tyr, Bragi, Heimdall, Höder, Vidar, Ali, Ulla, Forseti. Daneben gab es noch die 14 Asinnen, die in Asgard wohnten. Man vermutet, dass diese den Mondzyklus symbolisieren sollten. Wir finden in der germanischen und nordischen Mythologie eine Schöpfungsgeschichte, ähnlich wie bei anderen Geschichten über den Anfang der Welt. Dort heißt es, es gab eine Zeit, da alles nicht war. Da war nicht Sand noch See. Auch eine dramatische, apokalyptische Geschichte genannt Ragnarök, die Götterdämmerung, ist in der nordischen germanischen Mythologie enthalten. In dieser sterben alle Menschen bis auf ein Menschenpaar, welches eine neue Generation an Menschen einläuten soll. Welche sind die Eckpfeiler der germanischen Mythologie? Ein grundsätzlicher Eckpfeiler der germanischen oder nordischen Mythologie stellt der Weltenbaum Yggdrasil dar. Dieser spielt darin eine zentrale Rolle. Wir erinnern uns an die Bibel, auch dort gibt es einen Baum mit der verbotenen Frucht, von der Adam und Eva aßen. Es gibt auch Aussagen dazu, dass auch die Eibe als Weltenbaum verehrt wurde. Der Weltenbaum steht in der germanisch-nordischen Mythologie für Lebensbaum. Stellen wir uns heute verschiedene Tiere vor, die in einem Abschnitt eines Baumes einen Unterschlupf finden, Krone, Baumstamm, Bodenwurzeln, so stellten sich die Menschen einst vor, dass der Weltenbaum durch alle geistigen Reiche ragte, von der Unterwelt bis hoch zum Himmelreich Asgard. Der mythologische Weltenbaum wird von Tieren bewohnt. Höchst interessant ist die Parallele zwischen dem nordisch-germanischen Weltenbaum und dem kabbalistischen Lebensbaum. Es gibt viele Rätsel um den Lebensbaum der Kabbala. Sicher ist jedoch, dass es sich auch hier um Welten handelt. Wir können davon ausgehen, dass sowohl beim kabbalistischen Lebensbaum wie auch bei der Weltenesche es das Ziel gab, dass eine Seele an Reife gewinnt, indem sie vom Startpunkt in der tiefsten Materie bis zum Ziel der höchsten Spiritualität aufsteigt. Während man in der Kabbala von 10 Welten spricht, sind es in der germanisch-nordischen Mythologie 9. Diese wären Hlidskjalf, der Thron Odins, Asgard, Reich der Götter, Vanenheim, mächtiges Geschlecht, Alfheim, Welt der Lüfte und der Elfen, Midgard, Reich der Menschen, Midgard-Schlange und vielleicht auch eine Analogie zur Schlange der Bibel.
Schwarz-Albenheim, Reich der bösen Zwerge, Muspelheim und Jötunheim, die Heimat der Riesen, Nilfheim oder Nebelheim, Reich der ewigen Kälte und Finsternis, Helheim, Reich der Verstorbenen. Außerdem gibt es Hvergelmir, den Ursprung der Flüsse, und Bifröst, die Verbindung zwischen Asgard und Midgard in Form eines Regenbogens. So ähnlich, wie wir es uns heute auch im Christentum vorstellen. Generell gilt der Baum als Symbol für Leben. Wir finden ihn in verschiedenen Kulturen. Auffällig ist, dass in der germanisch-nordischen Mythologie Tiere eine bedeutende Rolle spielten. Sie scheinen Berater, Bewacher, Beschützer, aber auch Bedrohung zu sein. Wir finden in der germanisch-nordischen Mythologie einen engen Bezug zur Natur und eine schamanische Sichtweise, wie sie in der Krafttiertheorie der Indianer zu finden ist. Wer sich mit der germanischen oder nordischen Mythologie beschäftigt, findet viele Aspekte einer Naturreligion wieder. Es handelt sich um einen Glauben, der nicht an die Mauern von Tempeln gebunden war. Eine starke Naturverbundenheit und die Verehrung des Jahreskreislaufes gehen hier Hand in Hand. Für mich auffällig ist der starke Kampfgeist, der durch die Mythologie gespeist oder bekräftigt wird. In der Schlacht gefallene Helden erreichen Valhalla. Hier heißt es eindeutig, dass Kampfesmut belohnt wird. Genau das empfindet man beim Lesen dieser mythologischen Texte. Wo gibt es Überschneidungen zwischen germanischer Mythologie und heutiger Denkweise? Für mich persönlich war der Gedanke, dass Odin sozusagen der Gott ist, der alle männlichen Attribute in sich trägt, sehr bedeutend. Denn diesem Gedanke entspringt die Idee des Monotheismus. Odin, auch Allvater gemeint, stand somit über den Dingen, ebenso wie sein Thron Hlidskjalf. Auch wenn wir heute davon ausgehen, dass die Menschen früher an mehrere Götter glaubten, so kann das mit der heutigen Verehrung der Heiligen in der katholischen Kirche verglichen werden, auch wenn hier die Hintergründe natürlich ganz anders sind, da es sich nicht um lebende Götter oder desgleichen handelt. Gerne beten wir jedoch die heilige Maria oder andere Schutzheilige an und bitten diese um Beistand, um Hilfe. Des Weiteren finde ich den Weltenbaum als das Pendant zum kabbalistischen Lebensbaum oder die Lehre über die verschiedenen feinstofflichen Welten, wie wir sie heute in der Esoterik antreffen. Diese wären Gott bzw. Gottes Thron, die spirituelle Ebene, höchste geistige Welten der Heiligen, die Kausalwelt, eine höhere feinstoffliche Ebene, Mentalwelt, welche durch Meditation erreichbar ist, eine physische Welt, das ist die Welt der Materie auf der Erde, eine ätherische Welt, durch spirituelle Konzentration erreichbar und eine Astralwelt, die durch Visualisierung erreichbar ist, auch die Welt der astralen Wesen. Auch in dieser Theorie gibt es Welten unterhalb der Astralebene. Diese bezeichnet man sozusagen als Welt der Dämonen und des Leids. Aus energetischer Sicht handelt es sich um energetische Zustände mit sehr niedrigen Frequenzbereichen, einem Zustand des energetischen Mangels. Einfluss der germanischen Mythologie auf die Neuzeit. Obwohl es uns im täglichen Sprachgebrauch nicht bewusst ist, haben sich die Namen der früheren Gottheiten in unseren Wochentagen versteckt. Sonntag ist der Tag der Sonne, hier gibt es den Bezug zur Natur und dem Kosmos. Im Altnordischen wurde er als Soldager bezeichnet. Er wurde Baldur oder Balder zugeordnet. Montag ist der Tag des Mondes, das Gegenstück zur Sonne. Hier finden wir wieder den Bezug zur Natur und dem Kosmos. Im Altnordischen wurde er als Manidaga bezeichnet. Er wurde dem Gott der Asen Heimdall geweiht. Dienstag, dieser Tag wurde dem Gott Tyr geweiht, einem der höchsten und ältesten Gottheiten. Im Althochdeutsch auch als Ziustag, Tag des Ziu. Er war einst der Tag des Thingfriedens. Mittwoch. Seit der Christianisierung gilt dieser Tag als Mitte der Woche. Bis dahin wurde er als Odinsdaga bezeichnet. Es war der Tag, der Odin geweiht war. Es handelt sich um den einstigen Wodanstag, im Englischen immer noch als Wednesday bezeichnet. Donnerstag. Früher der Donnersdaga. Der Tag des Donners und des Donar, der Thor geweiht war. Ein sehr verehrter Gott der germanisch-nordischen Mythologie,
da er als Beschützer der Menschen galt. Dieser Tag galt damals als arbeitsfrei, ähnlich unserem heutigen Sonntag. Freitag. Friadager. Dieser Tag wurde Odins Gattinnen Frigg und Freya geweiht. Er galt als Tag für Verlobungen und Hochzeiten. Sonnabend oder Samstag war einst der Laugardager. Heute leitet er sich vom Sabbat ab. Interessant sind auch die Feste und Feiern, die einst rund um Odin und den Jahreskreis gefeiert wurden. Diese fallen im Jahreskreis teilweise auf die Daten der christlichen Kirche von heute. Verehrt wurden damit meistens die Vollmondnächte, womit wir hier wieder einen Bezug zum Kosmos und zur Natur wiederfinden. Der 1. Februar, Imbolig, heute Lichtmess, einst Fest des Lichtes. 14. Februar, Valentinstag, Fest der Familie. Ostern, Ostara, Vollmond des 4. Monats, Überwindung des Winters und Neubeginn im Jahreskreis. 1. Mai, Beltane, Walpurgisnacht. 30. Oktober, 1. November, Samhain, heute Halloween oder Allerheiligen. 21. Dezember, Julfest, Fest der Wintersonnenwende und längste Nacht des Jahres, mit anschließenden 12 Rauhnächten bis zum 6.1., welche die 12 Monate des Jahres verkörpern sollten. Heute Weihnachten und die Zeit bis zu den drei heiligen Königen. Viele Feiertage der nordischen, germanischen Mythologie wurden an den christlichen Glauben und darin enthaltene Feste angepasst. Auch gibt es Analogie der Verehrung der Gottesmutter Maria und der Verehrung der Göttin Hel in der nordischen Mythologie. Für mich persönlich stellt die germanische oder nordische Mythologie eine Wurzel der europäischen Vergangenheit dar. Ich finde das Thema aus dieser Sicht sehr faszinierend. Es ist für mich kein Weg des Glaubens, doch finde ich darin eine Sichtweise unserer Ahnen in Verbindung mit der Natur und deren Gewalten zu leben wieder. In der Mythologie der Germanen ist mit Sicherheit Kampfgeist und Mut zu finden. Komponenten, mit denen die Römer es nicht leicht hatten, als sie einst Gebiete jenseits des Limes erobern wollten.